In the filthy shadow of the Black Pharaoh's pyramid, his army is made strong. Their general has received all the blessings of the Aten. Hack him to pieces. He will only laugh and spit black tar in your face. Their god is a false one, but this is the cradle of its power. My god remains true, but it has been so long. I do not know if he still holds court. Don't let your sorrow invite blasphemy, brother. You know that we outlived our civilization. What if we outlived our gods, too? Then they live on through our passaget, and through our memory they are justified. I can't believe I'm saying this, but you're right. Humility looks peculiar on you, sister. Wanderer, when we rode out to face the Artanists, we wore divine sigils draped upon us by the boy King Tut himself. If you were to fashion the Eye of Horus, offer it upon an altar, I will endeavor to lend you that power. Wield it to cleanse the general's followers with your righteous fire. Then dispatch him. So justice will be done. So vengeance will be delivered. So Egypt will be protected. Dies war früher mal eine der Quests, wo man am Ende ein Siegel erhalten hat. Mittlerweile leider nicht mehr. Damit ist auch die Schwierigkeit dieser Quest deutlich gesunken. Hoffe ich zumindest gleich. Denn ich habe sie seitdem auch nicht nochmal wieder gemacht. Was es hier aber gibt, ist das Item, über das eben gesprochen wurde bereits, das Horusauge. Mit dem man etwas Spaß haben kann, um es mal vorsichtig zu formulieren. Gut, als erstes müssen wir uns ein paar Fragmente beschaffen. Warten wir doch mal auf die junge Dame da vorne, bis die etwas Abstand hat, dass wir die alleine hier bekommen. So zum Beispiel. Das waren auch schon früher eher einfachere Gegner. Diese zwei Frauen, die hier rumrennen. Die härteren kommen erst später. Ätzend waren sie alle. Jetzt sind die fast schon zu einfach. Dummerweise haben wir jetzt hier zwei an der Leine. Nicht weiter problematisch. Kurz noch den Wachmann hier platt machen. So, auch das hier war ein Riesenspaß. Wenn man nicht genau hingeguckt hat, oder beziehungsweise man sieht ja von hier aus, dass es so ein wenig leicht nach unten geht. Ja, wenn man nicht aufgepasst hat, ist man ganz nach unten gelaufen. Tatsächlich musste man hier oben entlang hier rüberhüpfen und zu diesem Altar dorthin, zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob die andere Seite auch funktioniert, aber dieser hier zumindest geht. So, jetzt haben wir hier das Horusauge in der Leiste. Und wovon ich eben gesprochen habe,
sind solche interessanten Sachen wie einfach mal Liegestütz eingeben und dann das Horusauge benutzen. Liegestütz ist dabei noch das etwas unspektakuläre. Na. Genau, da ist es. Ja, auch einige der Tanzmoves bereiten einiges an Freude beim Zugucken während der Benutzung des Horusauges. Gut, aber so viel zum Horusauge. Machen wir uns doch mal auf, uns hier unten etwas genauer umzusehen. Dort unten latschen so ein paar Feinde rum. Man sollte aufpassen, naja, zumindest damals, wem man davon vor die Füße fällt. Ich glaube, das war damit gemeint, oder? Gut, ich glaube nicht, aber... So. Müssen wir hier auf die Rückseite... So, ja, wir müssen den aber, genau, Albarn von Schwarzen Nil, also einmal hier benutzen, nochmal benutzen und jetzt haben wir 30 Sekunden lang, um den Guten hier Platz zu machen. Sollten wir das in der Zeit nicht schaffen, ist das kein Thema, einfach nochmal das Horusauge benutzen. Auf keinen Fall den Fehler machen und denken, dass man den noch einfach auch so platt machen kann. Dann zählt die Quest nicht weiter. Zumindest war es damals so. Ja. Super. Jetzt habe ich eben mir einen Heilpot eingeschmissen. So. Weiter soll's gehen. Fangen wir mit dem hier an, wo er schon hier steht. Wobei, das war, glaube ich... Weiß ich nicht. Steht hier, glaube ich, nicht drauf. Also gut, dann werden wir den sogar später nochmal wieder sehen. Okay. Das Horusauge ist während dieser Quest auch ein Buff. Insofern macht es durchaus Sinn, das Ganze möglichst immer aktiv zu halten. Genau. Einer von denen ist hier oben rumgelaufen. Nein! Gut, jetzt habe ich beide. Yes, we shall make a vessel of you. Ah. Daran merkt man, dass ich mir gewöhnt bin, Heiltränke zu drücken als irgendwelche Items mit dem Kampf. So,
durch dieses merkwürdige Flammenzeug, was er macht, haben wir glücklicherweise immer genug Zeit, zwischendurch auf ihn draufzuhauen, ohne dass wir Schaden bekommen. Insofern passt das doch alles. Gut, weiter geht's. Einmal den hier. Dort wieder gespawnt. Das ist natürlich nicht ganz so schön, aber gut, was soll man machen? Adolfo die Klinge. Oh. Das war ungut. Das war ungut. Gut, den nächsten erledigt. Your blood shall mingle with the Black Nile. Das Gefühl, das tut nicht gut, da drinnen zu stehen. Oh. So, kurz warten. Und weiter geht's. Bow before Aten, or be forced to your knees. Hier sollte man lieber drinnen bleiben. Und da drüben rennt auch schon der Letzte dann rum. Ich ziehe den jetzt da weg, weil hier auf der anderen Seite nichts los ist. Ja. Genau das meinte ich nämlich. Ich habe jetzt hier zwei besiegt, ohne dass ich darauf geachtet habe, dass ich das Horus-Auge doch aktivieren muss. Insofern muss ich jetzt warten, bis die respawned sind. Und erst dann können wir die Quest weitermachen. Ich habe dann mal eben dafür gesorgt, dass die beiden mit Horus Auge diesmal gestorben sind. Und wir machen jetzt damit weiter, dass wir Hazard töten müssen. Den sind wir ja schon einmal begegnet. Der rennt hier eigentlich über die komplette Fläche rum. Deshalb ist er ein bisschen schwieriger zu finden. Manchmal zumindest. Man muss ein bisschen gucken. Es sei denn, er rennt einem natürlich direkt vor die Nase. Dann kann man sofort loslegen und...
Von dem sollte man lieber nicht getroffen werden. Er hatte damals zumindest einen unglaublichen Schaden drauf. Aber man sieht ja, mit Horus Auge und allem drum und dran geht das eigentlich. Gut. Das Horus Auge ist jetzt leider weg, also wenn man das haben möchte, darf man die Quest anschließend nicht abschließen. Aber das haben wir jetzt getan und damit ist sie auch beendet.